So, dann melde ich mich mit der Abendsendung zurück. Und jetzt hat der Dow Jones tatsächlich noch das Hoch eben erreicht, das was gewünscht war, damit hier die Aufwärtsbewegung jetzt vervollständigt wird. Diese Aufwärtsbewegung durch das neue Hoch sollte sich allerdings jetzt noch hier fortsetzen. Und ja, Richtung 17.000 auf jeden Fall, eventuell sogar gegen 17.100 laufen. Aber jedenfalls die Mindestbedingung ist erreicht worden, auch wenn es dann hier vielleicht trotzdem was Versagendes wird. Im DAX sollte jetzt morgen nochmal ein dynamisches Eigenleben entwickelt werden und eben auf jeden Fall die 9.860 erreichen, eventuell die 9.900. Also hier dieses werde ich aber killen, es ist eh nur grau. Da lege ich jetzt nicht besonderen Wert, dass es dann noch weiter steigt. Aber Shorts sind aktuell, kommen nicht in Frage, außer wenn er jetzt hier ist, ja zwei, dreimal hier fast abgeprallt an 9.700. Also geht es hier unter die 9.680, beziehungsweise hier auch schon die 9.690. Dann kann man auf der Short-Seite aktiv werden. Zu Morphosis, BMW und Puma hatte ich vorher schon was gesagt. Man kann jetzt hier noch im Tageschart kurz schauen, wo sich da der DAX dann befindet. Kämpft eben hier mit der ehemaligen Aufwärtstrendlinie. Und wenn man es jetzt nur an der jetzt eben auch betrachtet, dann kann es eben schon nochmal einen Schub geben. Deswegen sind ja auch Shorts nicht gefragt aktuell. Hier die Oberkante liegt eben bei 10.000. Genau bei 10. Also das wäre trotzdem noch ein probates Ziel für den DAX. Und wenn er dann sich morgen wirklich dann auch mit einem starken Tag verabschiedet, dann ist es hier natürlich auch eine bullische Wochenkerze. Bei den DAX-Aktien kann man kurz durchgehen. Bayer sieht nicht gut aus, oder beziehungsweise ist halt kein neues Kaufsignal. Die Daimler-Aktie steht jetzt hier über dem EMA. Gut, die Airbus-Aktie war ja ein Favorit des MDAXes. Ist natürlich super gelaufen. Eine Siemens steht hier an dem EMA 200 und SMA 200. Hier sieht es trotzdem weiter so aus, als wird eben der DAX, ja, von mir aus insgesamt noch 100 Punkte zulegen können. Aber auch hier eine Allianz ist eigentlich eher flach nur gestiegen. Ja, dürfte auch noch eventuell was nach unten kommen. Und die gestern oder vorgestern die SAP-Aktie vorgestellt, dass die in der Unterkante der Wolke liegt. Und hier ist sie dann bärisch abgeprallt. Passte im Prinzip auch. Noch eine BASF. Ja, die ist zu dem Zeitpunkt, wo sie hier stand, natürlich auch mit Stopp hier unten tief im Kauf möglich gewesen. Aber das ist für mich auch jetzt zu Ende, wie bei vielen Aktien. Und es könnte eben was Dynamisches nach unten folgen. Bei den Forex-Setups, wie auch zuletzt natürlich fast alle Aktien oder eigentlich sind ja auch alle Aktien-Setups, die vorgestellt wurden, gewaltig ins Plus gelaufen. Und auch viele Forex-Setups liegt man hier auch im Plus. Allerdings, wenn man diese Linie hatte ich noch nicht, wenn man die aber jetzt hier einzeichnet, dann erkennt man vielleicht, dass er hier das Währungspaar hier abprallen kann. Was sowieso folgt oder folgen sollte, wäre noch ein Rücklauf. Also könnte man hier theoretisch die ersten 50, 60 Pips vielleicht mitnehmen und auf einen tieferen, eben auf einen Rücklauf noch spekulieren. Euro Pfund
konnte sich von den höheren Tageskursen dann verabschieden. Ja, passt soweit. Das Pfund gegenüber Yen hat das Kursziel komplett erreicht, hat auch jemand heute geschrieben. Wer noch investiert ist, einfach den Stopp nachziehen. Und das war jetzt hier nur nicht wirklich ein Wunschziel oder ein mögliches, aber man kann, wenn er jetzt hier über den EMA, über die Wolken, durch die Rainbow-Oberkante geht, wäre halt mehr oder weniger hier auch ein probates Kursziel dann sogar noch. Aber wenn, dann müsste es jetzt hier wirklich sehr dynamisch ablaufen, was ich allerdings nicht denke, eher, dass es bei 162 zu Ende ist und dann noch ein Tief folgt. Weil hier wurde zwar das gekauft, aber es ist ein neues Tief oder ein weiteres Verlaufstief ist hier auch noch möglich, beziehungsweise auf dem Plan. Euro gegen kanadischen Dollar. Wie man sieht, jetzt hier super abgeprallt. Sieht definitiv viel besser aus als US-Dollar, kanadischer Dollar. Da bleibt er erstmal noch hier unten drinnen. Zu Gold. Wenn man jetzt hier das wegnimmt, also der Rücksetzer, wenn er halt vonstatten ging, dann wäre jetzt hier das Kursziel erreicht. Hoch war, ja, hier sogar 69. Ziel war etwa angegeben 1270. Neues Hoch erreicht. Auch hier habe ich jetzt keine größeren Kursziele. Wenn sich das nach oben auffächern sollte, dann ja, the sky is the limit, sage ich da nur. Beim Silber sind wir Gott sei Dank zum Zuge gekommen. Allerdings in Bezug auf den Goldpreis und eben auch hier ging es von den Höchststätten wieder runter. Den Stopp, der sowieso hier lag, einfach in den Gewinn ziehen, vielleicht auch Teilverkäufe tätigen, dann ist man auf der sicheren Seite. Dann kann nichts, aber rein gar nichts mehr mit der Position passieren. Wenn es dann wirklich auch mit der Gold- und der Silberpreis extrem noch steigt, ist man dabei. Also das ist die Vorgehensweise, werde ich morgen auch nochmal im Stream dann erwähnen, damit es auch jeder mitbekommt. Das war's, danke fürs Zuhören wie immer und wünsche natürlich uns allen weiterhin solche guten Setups. Danke.